Hallo, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich bin gerade hier in Köln angekommen und werde jetzt zum Galgo-Marsch gehen. Ja, bei diesem Galgo-Marsch sind ganz, ganz viele Tierschützer, die auf die Situation und die Missstände der Galgos in Spanien aufmerksam machen. Diese Hunde werden immer noch als Nutztiere gehalten und nach der Jagd entsorgt wie Müll. Oder man hält sie in Verschlägen, in irgendwelchen Boxen, Kisten oder an Ketten. Und man überlässt sie ihrem Schicksal. Ich stehe für Tierschutz und deshalb bin ich heute hier in Köln und gehe gemeinsam mit ganz vielen Tierschützern diesen Marsch für die Galgos. Geht ihr mit? Und ich bin nicht alleine. Ich habe mir tatkräftige und emotionale Unterstützung mitgenommen, nämlich die Lisa. Die Lisa ist auch Tierschützer, genau wie ich. Und deshalb sind wir zusammen beim Galgo-Marsch in Köln dabei. Los! Ja, unsere Mission ist, für die Tierschützer in Spanien auf die Straße zu gehen, in Deutschland laut zu werden, weil, ihr wisst es ja auch, in Spanien gibt es ein neues Tierschutzgesetz und leider Gottes hat die spanische Regierung beschlossen, Nutztiere, zu denen Jagdhunde, Galgos, Podencos und andere Laufhunde gehören, auszuschließen. Es ist eben halt leider so, dass die sogenannten Galgeros, die Leute, die die Hunde halten in Spanien, eine relativ große Lobby haben. Die Hunde haben keine Lobby und wir, das ist unsere Aufgabe hier, die Stimme für die Hunde zu erheben. Und ich finde das ja auch ganz, ganz wichtig, vor allem, was total schön ist, dass halt auch sehr viele andere Rassen mitlaufen, auch sehr viele Leute sich solidarisch zeigen und auch ohne Hunde mitlaufen, was ich richtig gut finde. Ja. Und wir hoffen, dass wir dadurch was bewirken, auch dass der Staat sich mal gezwungen fühlt, mal auch die Hunde halt wirklich mit als Hund und als Lebewesen zu sehen und nicht halt als Jagdinstrument. Ja, gleich geht es los. Der Galgo-Marsch beginnt. Nur noch wenige Minuten und es sind mindestens 500 Menschen mit ihren Hunden hier. Also, manchmal sind auch eine Person mit fünf Hunden. Das heißt, wir sind jede Menge Hunde, die die Stimme erheben für die Galgos in Spanien. Ich finde super. Lisa begleitet mich. Ich habe gerade noch eine alte Freundin von mir getroffen, Simone Zumbeki. Sicherlich kennt ihr die auch. Und wir ziehen jetzt gleich gemeinsam los. Der Galgo-Marsch von Köln. Man fragt sich ja immer, warum muss man in Deutschland demonstrieren für Hunde in Spanien? Und da habe ich mich auch zwischendurch gefragt, ist das sinnvoll und warum? Ein guter Freund von uns in Spanien, der auch Tierschützer ist, hat gesagt, er hat Tränen in den Augen, wenn er sieht, was in Deutschland passiert und dass wir für ihn quasi mitkämpfen. Und das zu hören, ist schon so viel Motivation zu sagen, wow. Ne? Und er ist so gerührt und so bewegt und sagt, ich schäme mich für mein Land, dass es so schlimm ist. Und danke, dass ihr mich unterstützt. Und ich denke, dass es allein schon ausreicht, wenn man nur einen so ungefähr, und es gibt ja ganz viele in Spanien, die man damit motiviert, weiterzukämpfen für ihre Rechte in Spanien. Hier ist richtig was los. Also ich denke mal, es sind bestimmt 1000 Menschen und locker 2000 Hunde. Und hier hört man ab und zu mal einen Hund bellen. Wie sozial diese Lebewesen sind, oder? Daumen hoch für die Galgos. Natürlich auch für alle anderen Hunde. Aber heute gehen wir für die Galgos auf die Straße. Warum müssen Politiker im 21. Jahrhundert darüber diskutieren, ob ein Tier einen Nutzen hat oder ein fühlendes Lebewesen ist?
Der Tierschutz in Spanien und in der ganzen Welt muss dringend ernst genommen und geregelt werden. Der wirtschaftliche Nutzen darf nicht vor dem Wohl des Tieres gestellt werden. Traditionen sind nicht von heute auf morgen entstanden. Und Traditionen werden leider auch nicht von heute auf morgen wieder verschwinden. Umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder zeigen, dass wir mit diesen Traditionen nicht mehr einverstanden sind. Und ich glaube, das haben dieses Jahr in Deutschland, das haben wir durch die ganzen Märsche, die auch dazugekommen sind, die ganzen Galgo-Märsche in Deutschland, haben wir gezeigt, dass wir nicht damit einverstanden sind. Ich glaube, Julia, korrigier mich, dieses Jahr in Spanien, es sind fast 50 Städte, ich glaube so viele wie nie zuvor, die im eigenen Land auf die Straße gehen, Tierschützer, die jeden Tag vor Ort mit der Situation konfrontiert sind, und die sagen, wir wollen das nicht mehr. Und deswegen die Hoffnung, ich kann sie euch nur ans Herz legen, verliert sie niemals. In Spanien tut sich was. Es werden immer mehr Menschen, die jungen Menschen, sie rücken nach, die junge Generation, die so, so wichtig ist für einen Wandel im Tierschutz, für den Umgang mit Tieren. Deswegen, Andreas Ulle-Pfleger. Hallihallo Köln, könnt ihr mich hören? Ja, wunderbar. Simone hat so wundervolle, herzliche Worte gefunden, die mich berührt haben. Und ihr berührt mich. Jeder Einzelne hat mich heute hier berührt. Wisst ihr warum? Weil ihr hier seid, weil ihr mitgeht und weil eure Hunde dabei sind. Wir dürfen nicht aufhören, die Hoffnung zu verlieren. Wir müssen weitermachen. Es gibt Menschen, die sagen, ach ja, was bringt das denn, wenn man irgendwie einen Euro spendet? Was bringt das denn, wenn man mit auf die Straße geht? Das bringt ganz viel, Leute. Denn wir sind mehr, als ihr glaubt. Und jeder Einzelne, der die Stimme erhebt, der kann andere Menschen wieder mit seiner Energie anstecken. Und das ist der Sinn, der dahinter steckt. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich fahre jedes Jahr mehrfach nach Spanien, nach Portugal und sensibilisiere die Menschen, vor allen Dingen die junge Bevölkerung, dafür, dass sich etwas ändern muss. Die ältere Generation tut sich echt schwer damit. Ich bin oft beschimpft worden, ich bin von Grundstücken runtergejagt worden, ich begebe mich in Risikogebiete, aber ich mache meinen Mund auf. Ich bin die Stimme für die Hunde. Ich habe sogar ein Lied geschrieben, Galgo, und das habe ich in die Welt geschickt, damit die Menschen mal verstehen, was steckt eigentlich hinter dieser Rasse und was steckt hinter diesem Leid für diese Hunde. Wir müssen wirklich aufstehen, wir müssen aufhören wegzuschauen. Und jeder von euch, jeder, der nach Spanien, nach Portugal, egal wohin in Urlaub fährt, der sollte sich bitte freimachen von dem, dass man sagt, ach, das habe ich jetzt nicht gesehen. Jeden Hund, den ihr seht an der Kette, im Zwinger oder der schlecht gehalten wird, geht hin, sprecht die Leute an, ruft die Polizei an, auch wenn ihr vielleicht denkt, ach, das bringt ja eh nichts. Doch, macht es. Gar nichts machen bringt gar nichts. Aber wenn alle hinschauen und alle dafür ihre Stimme erheben, dann haben viel mehr Hunde, so wie eure wundervollen Weggefährten hier an eurer Seite, die Chance, ein wundervolles Leben zu führen. Und das ist für mich das Wichtigste. Bevor ich euch jetzt, ich könnte jetzt stundenlang von meinen Reisen erzählen. Und das berührt mich, dass ihr hier so steht. Und vielen Dank, dass ihr mir euer Ohr leiht für diesen Moment. Aber ganz besonders möchte ich mich jetzt bei denen bedanken, die heute auch mitgegangen sind. Ich möchte mich bei euren Hunden bedanken. Leute, was habt ihr für Möppens? Das ist ja der absolute Hammer. Schaut euch das mal an. Ich weiß, vielleicht sind das heute 2000 Hunde gewesen, die hier sind. Mindestens. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, so viele soziale Wesen miteinander, da können wir Menschen uns echt eine Scheibe von abschneiden. Merkt euch das. Seid sozial miteinander, so wie die Hunde es tun. Die sind unsere Vorbilder und unsere Spiegel, unsere Seelenspiegel. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, wenn wir alle ein kleines Licht anzünden, dann wird es richtig hell in Kölle. Also ich wünsche euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön. Ja, der 8. Galgomarsch in Köln ist vorbei. Meine Güte, war das emotional. Ich denke, es waren locker 800 bis 1000 Menschen hier und um die 1500, 2000 Hunde. Völlig überwältigt war ich. Mega. Also das für den Tierschutz, da kann ich nur sagen,
haben wir toll gemacht. Alle haben das toll gemacht. Jeder Einzelne, der mitgegangen ist. Lisa, oder? Ja, das macht auch wieder Hoffnung, ne? Wenn man das mal sieht, wie viele sich einsetzen. Ich finde das mega, ganz stark. Da soll man dranbleiben. Ja, wir dürfen einfach nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste. Also ich meine, wie viele Hunde gibt es jetzt noch, die in diesem Moment immer noch leiden, immer noch irgendwo in einem Verschlag hausen, die mit schwersten Verletzungen in irgendeiner Ecke liegen, die von ihren Jägern weggeschmissen wurden wie Dreck. Und genau für diese Hunde müssen wir unsere Stimme erheben. Und das haben heute ganz, ganz viele Leute gemacht. Ich finde das so toll, dass so viele Leute auf die Straße gehen, denn das steckt wiederum noch mehr Menschen an mit dieser Energie und mit dieser Message. Und diese Message wird dann auch nach Spanien an die Regierung getragen, weil nur die können im Tierschutzgesetz etwas verankern, nämlich dass der Galgo kein Nutztier mehr ist, kein Gebrauchstier mehr ist, sondern ein Familienmitglied, wie alle anderen Hunde auch. Und die Jäger haben einfach noch eine riesen Lobby. Und die Regierung sollte sich aber gut überlegen, dass wenn sie so viele Menschen aus dem Ausland nach Spanien einladen, dass wir da Urlaub machen, dass da immer mehr Menschen drauf gucken und wir immer mehr Menschen dafür sensibilisieren, ja, diese Missstände aufzuklären. Und da kommt die Regierung irgendwann nicht mehr drum herum. Und es gibt auch viele Tierschützer in Spanien, die vor Ort für die Galgos auf die Straße gehen. In immer mehr Städten. Und das ist gut so. Wir sagen euch danke. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr also Interesse habt, die Galgos zu unterstützen, ja, dann schaut mal im Internet nach den Einrichtungen, nach den Organisationen und unterstützt bitte alle Tierschützer und alle Galgos und alle Tierschutzhunde auf diesem Planeten. Überhaupt alle Tiere. Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Lisa und ich sagen tschüss. Und im nächsten Jahr bist du beim Galgomarsch auch dabei. Ja.